Und zwar hat er, oh mein Gott, wieder ein Video hochgeladen. Und zwar das Fragen an Format. Diesmal, wie viele Versprechen hast du schon gebrochen? Fragen mit Revi, Anna, Nick und Schengis. Das Fragen mit Format, nicht Fragen an. Ich sehe uns mal Fragen an. Na egal, wir legen los und schau mal, wie viel ich preisgebe von meinen, von mir persönlich. Wahrscheinlich wieder viel. Legen wir los. Peace. Welcher Wert ist dir so wichtig, dass du ihn an deine Kinder weitergeben würdest? Welcher Wert? Euros. Kilogramm. welcher Wert? Welchen Wert? Ehrlichkeit und Recht und Freiheit sind des deutsches Vaterland. Nein, nee, was für ein Wert? Für das kämpfen, was man will, ist es eine Art Wert? Also am Ball bleiben, nicht aufgeben, ist es ein Wert? Keine Ahnung, aber sowas meine ich, sowas würde ich sagen. Hass, der Devil sagt Hass. Ich würde ihm Hass, Toleranz, Toleranz ist gut. Toleranz ist ein gutes Wort, Luca, ja. Stimmt, Toleranz ist gut, ja. Definitiv Toleranz und Nächstenliebe. Oh ja, also Luca, einfach direkt zu verstehen, was bei dem anderen abgeht und Toleranz zu zeigen, in was auch immer für eine Lebenslage sich der andere befindet. Ganz wichtig. Hab nix. Mein erstes Pokédex. Ja, das ist. Das gibt es nicht mehr so. Ah, den Werk. Und er hat wirklich so ein Pokédex, ist da sogar dabei. Achso, er filmt es ja zu Hause, das ist eine Corona-Quarantäne. Stimmt. So, ich schwör's euch. Wenn ihr das bekommen, dann freuen die sich einen Ass ab. Ehrlichkeit. Fantasie. Ich würde, das weiß ich, obwohl ich keine Kinder habe, ich weiß das, dass ich immer meinen Kindern Geschichten erzählen werde, dass die sich richtig Sachen ausdenken und träumen und sowas und nicht nur in dieser realen Welt immer alles langweilig, ja, das weiß ich. Liebe. Würdest du eher 24 Stunden keine Emotionen zeigen oder 24 Stunden alles sagen, was du denkst? Ich glaube, 24 Stunden keine Emotionen zeigen, das kriege ich so gut hin, glaube ich, ja. Würde ich so machen. Ich würde lieber 24 Stunden keine Emotionen zeigen, weil ich keine Emotionen außer Hass und Trauer zeige. Boah, keine Emotionen zeigen. Das Toleranz, Freiheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Hilfsbereitschaft, alles gute Sachen, ja. Das kann ich gut. Also einfacher wäre es, glaube ich, einfach mal 24 Stunden die Schnauze zu halten, aber besser wäre es, einfach mal 24 Stunden das zu sagen, was man wirklich denkt. Nee. Für mich nicht immer sinnvoll. Wenn ihr euren Chef zum Beispiel hasst, ist es nicht sinnvoll, ihm zu sagen, was ihr über einen Chef denkt, weil du schmeißt das direkt raus. Also so Sachen sind natürlich nicht mehr, auch manche Sachen für sich behalten sollte, auf jeden Fall. Ja. Absolut easy, 24 Stunden keine Emotionen zu zeigen, ist wahrscheinlich sogar. Ja, die meisten sagen keine Emotionen. Keine Emotionen, keine Emotionen, keine Emotionen. Bisher keiner, der gesagt hat, dass er das andere machen würde. Ja. Aber nicht mal so. Ja, ist natürlich scheiße, aber ich würde das nehmen. Also ist für mich easy. Ja, ja, alles, was ich denke. Wärst du lieber ein Betrüger oder ein Betrogener? Glaube ich. Ein. Kommt auch an was natürlich. Aber ich weiß es nicht. Werde ungern betrogen. Aber es geht um Betrügen jetzt im Sinne von irgendwelche Leute hier reinlegen. Sowas geht es jetzt um irgendwelche Deals, Gelddeals rein zu betrügen oder was. Dann bekommen wir Betrüger in den Knast. Da wäre ich lieber der Betrogen, aber da habe ich kein Geld. Betrüger. Hier ist die Mischung durch vermischt, ein Betrogener. Ja, ich glaube, ich wäre, wenn es um dieses Geldding geht, wäre ich auch gerne eher der Betrogene, weil dann zeige ich den einfach an, den Betrüger, und krieg dann Geld von ihm. So, werde ich. Ich glaube, ich wäre lieber der Betrüger, wenn es nicht auf emotionaler Ebene passiert, also zum Beispiel in einer romantischen Beziehung oder sowas. Mein Hund muss hier unten jetzt gerade nicht um Akani. Ich glaube, es vergeht fast kein Tag, wo wir alle nicht betrogen werden. Irgendwo wird man immer betrogen, ob dich Leute mit dem Preis abziehen oder, keine Ahnung, lieber betrogen werden. Da kann ich gut mit leben. Aber mit Betrügen leben fände ich, glaube ich, scheiße. Betrogener. Mit den Fehlern, wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich noch schwerer damit leben, als wenn ich weiß, mir wurde Leid angetan. Deswegen. Das war der zweite. Betrüger. Betrüger. Check ist aber direkt Betrüger. Anna sagt Betrüger. Oh, okay. Ja, alles klar. Betrogene? Nee, weil ich glaube, ich würde mit dem Schmerz, betrogen zu werden, besser zurechtkommen, als mit den Schuldgefühlen zu betrügen. Was ist die dümmste Verschwörungstheorie, die du je gehört hast? Ah, die dümmste Verschwörungstheorie.
Natürlich die Flat Earth Theorie, die flache Erde, logischerweise. Die ist natürlich die dümmste Theorie. Das habe ich in meinem Leben nicht gehört. Aber es gibt noch dümmere. Was gab es noch für Theorien? Das ist gerade die dümmste, die mir einfällt. So. Die flache Erde ist das dümmste, das mir einfällt, ja. Dass es Echsenmenschen gibt. Echsenmenschen, weil das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die Wahrheit. Ja. Hatte nicht früher auch so einen Song gemacht, Revi, mit Echsen, naja, mit Echsenmann, wie hieß der? Egal. Da hat einer mal gehabt, dass der Typ von der, na, wie heißt der? Der, ach, wie heißt der? Der Zuckerberg. Der ist der, ein Echsenmensch. Das hat auch immer irgendeine Theorie behauptet, so anhand von Aufnahmen oder sowas. Kannst du jetzt meine Augen so... Dass die Welt untergeht, dass Brody schlecht ist, dass rothaarige Aliens sind. Finnland existiert. Finnland. Oh, Bielefeld. Dass Bielefeld nicht existiert, das gab's auch. Dass es gar keine Erde gibt. Ne? Dass Hitler hinter dem Mond lebt und die SS am Nordpol und dann drin weggeplant. Stimmt, mit dem. Ach, stimmt, das kenne ich auch. Hinter dem Mond leben, stimmt. Dark Side of the Moon gibt es ja diesen Film auch, ne? Iron Sky. Iron Sky ist ein cooler Film. Da wird es behandelt mit dem Hitler hinter dem Mond. Das ist ein geiler Film. Also Trash halt, ne? Der Mond ist ein Hologramm, dass der Mond die Sonne ist. Oder dass das Corona gar nicht existiert und das nur ausgelöst wurde, um 5G-Netz irgendwie aufzubauen. Oder dass 5G-Netz die Folgen wären, sodass das irgendwie die Fieber hervorrufen würde. Und dass die Theorie zu Corona nochmal zum Thema, dass Asiaten den absichtlich rausgesät haben. Und weil sie die Bevölkerung minimieren wollten, die alten Menschen loswerden wollten. Definitiv, weil es auch nur alte Menschen trifft. Ein Kumpel von mir hat es sogar geglaubt. Nee, er hat erzählt, dass er einen Kumpel hat, der das glaubt. Ein Kumpel von mir. Ja. So cool editieren, das wäre geil. Die eigentlich eine der bekanntesten, dass die Erde flach ist. Ich kann da, glaube ich, gar keine Antwort drauf geben, weil der Grund, warum ich Verschwörungstheorien nicht glaube, ist, dass ich zu wenig Beweise habe. Aber ich habe auch zu wenig Beweise, um das Gegenteil von etwas zu beweisen. Naja, also die flache Erde kann man sich selbst im Garten beweisen, also. Also weiß ich ja nicht, ob die Verschwörung, dass die nicht gibt, so. Theorie war es oder nicht. Ich habe mal gehört, es gibt so einen Führer von irgendeinem Kult, der gesagt hat, wir müssen uns alle selber erwürgen oder töten, weil dann alle von Aliens gerettet werden und ins Weltall und so ein Kram. Das haben die dann auch tatsächlich gemacht, sind halt alle gestorben und es ist nichts passiert. Also, oh nein. Das ist das Dümmste, was ich kenne. Ja, die Erde ist flach und so ein Scheiß. Und dann habe ich halt so gesagt, wie soll das denn gehen? Allein wenn wir hier sind, ist ja drüben, also keine Ahnung, in Amerika oder so, das ist dann ja, da wird ja gerade Tag, wenn hier gerade Nacht wird. Und dann meinte derjenige dann zu mir, warst du denn mal an beiden Orten gleichzeitig? So, wo ich mir dann denke, was ist das für eine Argumentation? Man kann auch mit seiner, also wenn ich mal meiner Mutter jetzt mit FaceTime anrufe, dann weiß ich, dass die gerade wahrscheinlich noch in der Arbeit ist, weil es bei ihr 9 Uhr morgens ist, so. Also gucke ich aus dem Fenster, wie es dunkel ist, wenn ich bei ihr FaceTime ist, bei ihr hell. Beweis gesichert, so. Als ob das gefaked ist, was? Und einfach, bin da einfach weggegangen, so. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Hoffentlich sieht die Welt so aus, dass wir Mutter... Okay, wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Ich denke, dass wir auf jeden Fall toleranter sind. Dass wir krassere Handys haben. Wir haben, glaube ich, noch dünnere. Ich glaube, sogar fast durchsichtige Handys, fast Hologramme. Ich hoffe, dass die VR-Industrie krasser ist, dass VR einen nicht mehr schwindelig macht und dass es günstiger ist und dass es ein richtig krasser Ding geworden ist. Dass der Beruf eines YouTubers ernster genommen wird, aber das ist immer schon ziemlich gut auf dem Weg. Ich glaube, das wird auf jeden Fall dann der Fall sein. Ich finde jetzt, dieses Social-Media-Ding wird noch krasser werden. Ich glaube, in 100 Jahren gibt es YouTube nicht mehr. Ich glaube, in 100 Jahren ist sowas wie TikTok oder noch was Krasseres sehr, sehr stark vertreten. Weil diese kurze Unterhaltung ist, glaube ich, das, wo wir drauf zusteuern. Weil wir immer mehr Unterhaltung wollen, jetzt sofort, und nicht uns lange auf irgendwas konzentrieren können. Ich glaube, in 100 Jahren wird es auch, bessere Möglichkeit geben, sich fortzubewegen. Vielleicht wird es auch umweltfreundlichere Mittel geben oder wir sind alle tot, weil der Klimawandel uns alle vernichtet hat. Kann auch sein. Also, lol, weiter geht's. Die Natur endlich wahrnehmen und ernst nehmen und sie respektieren. Das hat ihr noch geschrieben. Alle sterben, Grauen verbrannt, Krieg gegen alle. Also seid ihr noch weniger soziale Menschen. Ihr seid alle Optimisten hier alle. Ich mache so optimistische Sachen. Ich so, oh, Krieg und Verderben. Alle sterben, kann man die irgendwie gerade folgen? Ja, kann man, Mr. Safto. Folgt mir, drück auf Folgen.
Da, wo die Welt mal war, ist noch nichts. Ist nur noch nichts. Keine Ahnung, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Kolonien auf Mond und Mars. Jeder stirbt oder Weltkrieg. Also wir sind auf jeden Fall alle tot. Toll, in 100 Jahren muss die Welt ohne mich auskommen. Ja gut, sowieso, Leute, sowieso. 100 Jahre werden wir nicht alle leben. Artikel 13 wird durchgesetzt. Ja. Nächstes Jahr schon, Janis. Nächstes Jahr. Was ich noch sagen wollte ist, was soll ich sagen? Ach so, 100 Jahren kann es sogar auch sein, dass dann die Menschheit vielleicht es geschafft hat. Danke fürs Folgen, sagst du. Dass wir länger leben können. Ne? Mit über DNA, das CRISPR gibt es ja schon, dass wir unsere DNA bearbeiten können. Und dadurch können wir eventuell bald schon länger leben. 100 Jahren arbeitslos. Jo, was? Wir sind tot dann. Oder wir leben dann länger. Ne? Also ich weiß nicht, wann wir es schaffen. Hoffentlich schaffen wir es noch in meiner Lebenszeit, weil ich will eigentlich unendlich sein. Ich würde, Frage an euch, Leute, würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, oder ich stelle es am Ende des Devs-Videos, weil vielleicht kommt die Frage noch, keine Ahnung, was kann das sein? Menschen leben auf Mars. Ich denke, die Bevölkerung nimmt ab durch virusartige Zerstörer. Okay. Oder Kriege. Hoffen wir nicht. Ich glaube, es wird fliegende Autos geben oder auch gar keine mehr. Fliegende Autos glaube ich nicht. Das wurde schon so oft gezählt, das glaube ich nicht. Glauben wir in Overwatch, wie das alles aussieht und so, so richtig Hightech und sowas. Ich glaube, das kommt dem am nächsten. Also entweder gar nicht, weil wir uns einfach selbst zerstört haben, oder glaube ich sehr, sehr automatisiert. Also sehr viele Alltagssachen laufen, glaube ich, automatisch ab, dass wir uns kaum noch um irgendwas kümmern müssen. Autofahren, kochen, einkaufen, das wird alles automatisch erledigt, glaube ich. Wann hast du das erste Mal gedacht, ich bin erwachsen? Erstmal meine Steuererklärung gemacht habe und als ich das erste Mal selber... Okay, wann habe ich gedacht, ich bin erwachsen? Ich habe gedacht, ich bin erwachsen, als ich alleine einkaufen war für mich. Als ich meine Wohnung hatte hier und dann zum ersten Mal mein Essen geplant habe, was ich die Woche esse und ja, für mich so selbst versucht habe zu überleben. Ja. Genau, das habe ich mir erwachsen gefühlt, ab da. Ja, als ich ein Leben gerettet habe. Echt, Alina? Na, ist krass. Das Regenbogenglas ist viel wert, ja? Alle haben Glatzen, dann bist du nicht alleine. Ja, ist dein Move, ja. Ich bin 2, ich bin nicht erwachsen. Als ich 12 war, war ich erwachsen, denke ich. Als ich meine erste Rede hielt. Noch gar nicht. Machst mega coole Videos. Dankeschön, Saft, Dankeschön. Willkommen. Bin nicht erwachsen. Also ich fand... als ich von alleine laufen konnte. Da bist du schon erwachsen, Fabian, alles klar. Ja gut, die meisten von euch sind noch nicht erwachsen, deswegen, ja. Auf mich gekocht habe. Boah, ich glaube, als wir unsere eigene erste Firma gegründet haben, mit Anwalt und so, da denkt man schon so, ja, jetzt geht das Leben irgendwie los. So. Ungefähr mit 23, wo ich gemerkt habe, dass Dinge, die einem leicht gefallen sind in den letzten 23 Jahren oder gefühlt, wo man seit man denken kann, auf einmal schwer fallen, wie zum Beispiel einfach in die Innenstadt gehen und sich vielen Menschen zu geben oder zu reisen oder lange zu sitzen oder ohne Sport überhaupt. Als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und das erste Mal mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, da dachte ich echt, ey, jetzt bin ich angekommen. Noch nie. Welche Probleme werden deine Enkel nicht mehr haben? Hoffentlich langsames und schlechtes Internet in Deutschland, wobei wenn der Glasfaserausbau so weitergeht, dann kriegen wir... Achso, ich habe die Frage gerade überhört, ich war wieder geistig woanders. Ich langsam... kann, auf einmal... Ich habe gerade nachgedacht, bei Annas Freund gewohnt. Ich überlegt, war das dann schon Jan? Da habe ich gerade die ganze Zeit drüber überlegt, deswegen habe ich gerade die Rewe nicht zugehört. Oder lange zu sitzen oder... Als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und das erste Mal mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, da dachte ich echt, ey, jetzt bin ich angekommen. Noch nie. Welche Probleme werden deine Enkel nicht mehr haben? Welche Probleme werden meine Enkel nicht mehr haben? Schlechtes Internet, wie Rewe schon gesagt hat, glaube ich, wird auf jeden Fall besser werden. Schlechtes Internet. Und ich glaube, dass sie... Jo. Das war's. Mir fällt nichts ein gerade. Hm. Zocksüchtig werden. Was ist mit mir? Nicht du, Anna. Die Anna hier. Ja, wird auch genauso geschrieben wie du, auch mit einem N. Kündigst du deine Twitch-Streams immer auf YouTube an? Safto, nein. Ich kündige sie immer über Twitter an oder manchmal über Instagram oder Discord. Aber du kannst auch sehr gerne die Twitch-App runterladen, Benachrichtigungen aktivieren. Dann bekommst du, wenn du mich gefolgt hast, hast du gerade gemacht, eine Benachrichtigung, wenn ich live bin. Welche Enkel? Meine Enkel. Haarprobleme. Haarprobleme, ah. Dass sie Corona bekommen. Ja gut. Verspätung bei der Deutschen Bahn.
Kein Trump, keine Corona, kein langsames Internet, keine Haarprobleme. Ja, was sind denn mit Haarproblemen, Alter? Welche Enkel ohne Mutti? Ohne Mutti? Was? Fabian, was soll das bedeuten? Ohne Mutti? Das geht bei mir nicht. Der Moment, wenn du die Haare im Gesicht bekommst, aber nicht auf dem Kopf. Haha, Trash, haha. Hoffentlich die Klärwandel, keine Tierquälerei und hoffentlich sind sie einfach glücklich. Ja, das ist gut. Hoffentlich langsames und schlechtes Internet in Deutschland, wobei ja, wenn der Glasfaserausbau so weitergeht, dann kriegen wir das auch nicht hin. Ja. Das ist ja auch, also ein richtiges Problem ist es nicht. Ich glaube, unsere Enkelkinder müssen sich hoffentlich keine Sorgen machen um das Fortbestehen unserer Menschheit und der Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir das bis dahin, ja, dieses kleine Zivilisationsschlupf, unsere Folgen von unserem Klimawandel, dass die nicht ausbaden müssen, ja, Fluch irgendwie geschafft haben. Corona. Ich hoffe wirklich, Corona, dass wenn meine Enkel mit dem ICE oder Zug fahren, dass sie dann 5 von 5 Internetverbindungen haben. Das hoffe ich wirklich. Sie werden die Probleme, ja, die wir jetzt irgendwie auf der Welt haben, viel besser entgegenkommen und viel mehr dazulernen, um sich die Probleme besser zu stellen. Ich glaube, es wird eher dazu kommen, dass sie Lösungen finden und nicht welche Probleme sie nicht mehr haben. Sie werden Lösungen finden für die Probleme. Ja, zu schlechtes Internet. Ich glaube, die werden ganz andere Probleme haben als wir. Ja. Und die werden schlimmer sein als unsere. Probleme, die die nicht mehr haben werden, sind so, ja, wo kriege ich Wissen her? Welches Schulfach hat die... Was macht denn der Revi da? Aber, wie sie sagt, wie sie denkt, dass sie schlimmere Probleme haben als wir. Warum denkt er das? Ich glaube, Probleme sind für jeden subjektiv. Und vor allem, ich denke auch, über den Laufe der Zeit sind unsere Gehirne auch so komplexer geworden. Es ist ja sogar bewiesen, dass über Generationen hinweg die Kinder immer schlauer sind als die Eltern, auch vom IQ her, dass die halt schlauer werden. Ihr müsst nur mal euren Eltern, euren Großeltern nur mal eine Aufgabe stellen, Logikaufgabe. Zum Beispiel, wenn ein Pinguin grün ist und eine Kuh ist rot, dann ist eine Giraffe auch rot oder so. Und dann müssen, oder welche Farbe hat dann ein Strauß? So. Und jetzt ist es eine Logikaufgabe, ne? Ihr könnt jetzt daraus schließen, dass ich jetzt meine, dass Vögel halt grüne Farben haben und vierbeinige Säugetiere die Farbe rot bekommen. Und dann könntet ihr aus Logik dann rausschließen, dass dann natürlich der Strauß auch die Farbe grün bekommen soll. Das ist halt so logisches Denken, ne? Und bei euren Großeltern, die können es teilweise, also die Aufgabe weiß ich jetzt nicht, ob die das nicht lösen können, aber die können sich das meistens gar nicht vorstellen. So, hey, warum ist denn jetzt die Kuh rot und was soll ich da jetzt machen mit der Kuh und dem grünen Pinguin? Check ich gar nicht. Und das ist teilweise so, dass die Großeltern das gar nicht mehr lösen können, weil über die Generation hinweg der IQ steigt. Und deswegen denke ich mal, dass natürlich auch klar die Probleme der Kinder schlimmer sein können als unsere. Aber dafür sind sie dem Problem auch besser gewappnet, weil sie halt durch ihren höheren IQ das vielleicht besser lösen können. Ne? Also, jetzt Leute, verarscht mich. Ich hätte jetzt schon keine Lust mehr. Ja, ihr habt es halt nicht vor euch. Ich meine, wenn es geschrieben wird, wenn es vor euch steht, geschrieben, Bild von der Kuh, Bild von Pinguin, Farben drunter, zuweisen so, dann würdet ihr es auch lösen können. Locker könnt ihr es lösen. Also, ist easy. Ich weiß, es ist 42, alles klar. Ja, aber jedenfalls, das meine ich damit, dass die Probleme zwar schwieriger sein können, aber die sich auf jeden Fall besser lösen können, ja. Ihr bisher nichts im Leben gebracht. Krasse Frage. Welches Fach hat ihr nichts im Leben gebracht? Wo kriege ich Wissen her? Welches Schulfach hat ihr bisher nichts im Leben gebracht? Schulfach? Schwierig. Weil jedes Schulfach hat mir was gebracht, bisher. Jedes. Ist echt schwierig gerade. Kunst hat mir nichts gebracht. Aber sonst? Sport ist gut für den Körper. Sport ist, da lernst du, wie du dich bewegen musst. Manche Sportarten, wenn du Schwimmen zum Beispiel machst oder was, wenn du selbst gar nicht so gar nicht am Sport dabei bist, dann lernst du natürlich auch einige. Ich habe da viel gelernt beim Sport, auf jeden Fall. Dass mich zum Beispiel, ich Turnen nicht mag. Das habe ich da gelernt, jo. Und was meine Schwachstellen sind beim Sport, zum Beispiel, ob es um Ausdauer geht oder ob es um gelenkig sein für irgendwelche Reckübungen, keine Ahnung. Deutsch, Sport ist Mord.
Musik. Musik, stimmt, Musik ist auch so ein Fach, das bringt mir auch nichts, ne? Ich glaube, Musik kann es auch sein. Musik und Kunst, beide so komische Wörter. Religion, nee, aber Religion, doch, Religion hat schon was geholfen. Religion kann man so ein bisschen, weil es ist so ein bisschen Geschichte dabei, so, dass du verstehen kannst, warum deutet das Glauben und die Hintergründe verstehen. Und so ein bisschen ethisches Auseinandersetzen, also auch kann dir auch helfen, so diese Menschen zu verstehen, die daran glauben. Es gibt Leute, die glauben daran, ganz aggressiv. Und das ist auch gut. Politik hilft dir auf jeden Fall was Level. Also Politik ist wichtig heutzutage, ja. Das ist gut. Wir haben bis jetzt alle Fächer was gebracht, ja. Und dann sagen Sie mal was noch hier. Dann sagen Sie hier noch was im Sinne von, wir lernen ja schon nichts, was wir nicht brauchen. Es gibt manche Themen, die braucht man halt nicht. Also in Mathe zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt Biologie studiert, braucht man wahrscheinlich nicht, doch für Chemie, ne, braucht man es auch. Also, aber man braucht keine Integralrechnung oder irgendwelche krassen Dreisatz braucht man, aber bestimmte mathematische Themen braucht man halt später im Leben nicht mehr. Also ich brauche noch Integralen und alles, das brauche ich alles noch, deswegen, weil ich statt BWL studiere, ich brauche Physik noch. Chemie habe ich auch noch gebraucht. Für meine Wertstoffkunde-Klausuren. Also ein bisschen Chemie habe ich trotzdem gebraucht. Aber alle sonst gebraucht. Erdkunde habe ich gebraucht, um das Wetter zu erklären mit Hochs und Tiefs, dass die Hochs immer zu den Tiefs fliegen. Oder war das andersrum? Nee, ich glaube, die Hochs fliegen zum Tiefs, genau. Auch mit dem Wind am Meer zum Beispiel, so Sachen habe ich ja auch gelernt. Geografie so ein bisschen, logischerweise. Alles irgendwie. Wenn wir Sport haben, sagen wir, Klassensport ist Massenmord. Ich liebe Sport, aber das ist trotzdem lustig. Ja, okay, das ist gut, ja. Ja, gut, weiter geht's, ja. Gut. Krasse Frage, ich glaube, am ehesten ist es Sport gewesen vielleicht, aber ansonsten sowas wie Chemie oder Bio, Physik, was die anderen Leute sagen müssen, so allgemeine Fächer, sind super wichtig für das Allgemeinverständnis unserer Erde, deshalb würde ich fast sagen, also Sport war auch geil, eigentlich gar keins, ne? Ich müsste lügen so, aber ich glaube echt 8 Jahre Mathe. Also ich glaube, die ersten 4-5 Jahre Mathe haben mir extrem viel gebracht. Die anderen Jahre Mathe haben mir gar nichts gebracht. Ich glaube, Politik, halt. Nicht weil Politik ein schlechtes Fach ist, sondern weil ich da so gut wie nie aufgepasst habe. Bio-Oberstufe, sowas wie das endoplasmatische Retikulum und Wichtig. So ein Scheiß. Also sowas habe ich noch nie angewandt. Oder natürlich sowas wie Mathe oder Bio an sich. Natürlich haben die Sachen, die einem was bringen. Mhm. Aber jetzt Integralrechnung, wofür brauche ich das? Doch, das ist ganz einfach. Ich habe mein Abitur in Bautechnik gemacht. Oh, was? Und da mussten wir so berechnen, Bautechnik. Wie viel Zugkraft ist auf einem Balken, damit das Haus nicht ein... Oh ja, das musste ich auch. Das kann ich auch noch, ja. Mit Moment und so, ja. Bericht habe ich noch niemals gebraucht. Aber wer weiß, also kann ja sein, dass ich das noch irgendwann fürs eigene Haus brauche, aber glaube ich auch nicht, ne. Welche Dinge halten dich davon ab, die Dinge zu tun, die du wirklich tun solltest? Meine Faulheit. Und meine Leidenschaft so ein bisschen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich muss in zwei Wochen schon meine Forschungsarbeit abgeben, habe bisher noch gar nichts für gemacht und währenddessen mache ich halt YouTube-Videos und so weiter und streame halt so und ich sollte halt echt mich drum kümmern. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich mich echt drum kümmern. Ja, shit. So Sachen halt. YouTube lenkt mich ab, hält mich davon ab, das zu machen. Aber es macht nicht, mache ich halt, weil ich es gerne mache, so, weil es mir mehr Spaß macht. So, ich drücke es nach hinten, weil es mir keinen Spaß macht. So, mich hält Sachen ab, die mir keinen Spaß machen. So, weiter geht's. Ich selber. Ja. Gar nichts. Angst, immer Angst. Angst. Angst, mich Angst hält mich nicht ab, nur Faulheit, ne? Angst habe ich, habe selten Angst vor irgendwas. Ey, Angst kenne ich nicht. Angst habe ich nicht. Nur im Horrorspiel, wenn ich ein Spiel spiele, dann ja. Voll mein Handy, voll halt und die Sachen mal umgehe. Siehst du dann, Safto? Kommt dann am Sonntag. Gelassenheit, ja, so zu relaxed sein, ne? Zu relaxed und so, ja. Faulheit, ja auch, klar. Leute urteilen über das, was ich mache. Ja. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir gerade nur träumen? Maximal 10%, weil... Dass wir gerade träumen? Die Wahrscheinlichkeit? Ich meine, wir können es ja nicht wissen genau.
Aber ich würde sagen, ja, 5%. 5%. Fast null. Also, man weiß sicher weiß man es nicht, aber ich glaube eher tendenziell eher null. Ich doch ein ziemlicher Realist bin. Ich finde es wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben als sowas. 50%? Ich habe schon mal überlegt, was wäre denn, wenn wir wach sind? Also, wenn wir jetzt denken, wir träumen, sind wir eigentlich wach. Und wenn wir jetzt wach sind, träumen wir eigentlich. Who knows? 99,9%. 0%. Ich glaube eher, dass unser komplettes Leben ein Traum ist. Wenn wir sterben, wachen wir auf. Das ist aber sehr interessant. Also, ich glaube daran nicht, aber wenn man daran glaubt, dann denke ich, dass das eher am wahrscheinlichsten ist. Ich habe vorhin darüber geredet. Nach dem Leben ist genauso wie vor dem Leben und so. Also, das ist ja, da hast du ja auch nicht gedacht, dass du traurig bist oder dass du tot bist oder so. Denkst du ja eh nicht, wenn du tot bist. Aber das ist, ja. Das Leben ist nur ein kurzer Ausflug an die Oberfläche, Leute. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der an sowas glaubt, aber es kann sein. 1%. Wie würdest du dich beim Date beschreiben? Laut. Beim Date? Anna, beschreib mich mal beim Date. Wie bin ich bei einem Date? Jetzt bin ich mal gespannt, was Anna dazu sagt. Ich sage erstmal nix. Ich gucke gerade eher in Chat, anstatt den Stream zu gucken. Ja, Shadow, ja. Cringe. Nein, nicht wirklich, Anna, bin ich nicht. Als ob ich cringe wäre. Dann wäre es nie mit mir zusammengekommen, wenn ich cringe wäre. Nein. Das ist cringe. Das heißt, Anna steht auf cringe. Cringe, Leute. Cringe. Hatte noch keins. Eins. Haha, hatte noch nie eins. Verstrahlt. Was ist verstrahlt? Verstrahlt. Was heißt denn verstrahlt? Verstrahlt? Was heißt denn verstrahlt? Hat noch keins. Kann ich nicht beurteilen. Hat noch keins. Ehrenlos, assi, lustlos. Alles klar, ist dein Move. Alles okay mit dir? Gesprächig interessiert, okay, verstrahlt. Verpeilt. Ah, verpeilt. War ich wirklich verpeilt? Ich bin cringe und verpeilt? Alter. Ich hätte sowas gesagt wie, jo, ich bin eigentlich ziemlich, ich will halt immer, ich will halt meine Eier zeigen. Aber sprichwörtlich. Also ich will mir natürlich ein bisschen flexen, so, aber ohne, dass es auffällt. Das ist nervt. Ich versuche halt charmant zu sein und interessiert. Und ja. Ich versuche verständnisvoll zu sein, aber nicht zu anhänglich. Ich versuche eigentlich so zu sein, wie ich gerne hätte, jemand. Nee, ich hätte gerne so. Ich verhalte mich so, wie ich verhalten will, weil ich denke, dass das gut ist. Ach Mann, so will ich sagen, so genau. Nach Schinken riechend. Ja, Trash, genau. Fürsorglich, einfühlsam. Oh. Also, Chris, wann hast du Brody und deine Freundin? Seit 15 Jahre. Nein, keine Ahnung. Nicht seit 15 Jahren. Freundlich auch oft nach Körperkontakt suchend. Ja! Cringe. Okay, jetzt weiß ich, was du mit Cringe meinst. Oh nein, ich fällt mir direkt ein. Cringe, ja. Freundlich. Freundlich. Ich bin freundlich, einfühlsam. Ja. Körperkontakt. Okay. Interessant. Hentai, was? Oh mein Gott. Lustig, selbstbewusst, zu viel sprechen und nicht mehr als 7,50 Euro ausgeben. Ah, schon gut abgesteckt. Nicht mehr als 7,50 Euro ausgeben. Ey, perfekte Regel ist schon gesetzt. Ich bin Jan. Ich drehe Kurzfilme. Internet. Das ist das Schlimmste. Immer manchmal so bei Wohnungsbesichtigung. Ja, was machen Sie denn? Ja, wir sind selbstständige Kurzfilmproduzenten im Internet. Ja, es ist hier direkt jeder Porno. Hi, ich bin Porno, ja. Bin Nick. Und was muss ich selbst lernen? Na, das muss er selbst lernen, was? Was muss ich selbst lernen? Hast du ihn gelernt, wie man mit Mädchen umgeht? Es musste er selbst lernen. Musste. Ich weiß es doch, wie man mit Mädels umgeht. Oder ist es etwa eine. Natürlich weiß ich das. Mein erstes Date war aber cringe. Mein erstes Date.
Da wollte sie was von mir, aber ich von ihr auch, aber ich habe keine Eier gehabt, das irgendwie in Schwung zu bringen. Und dann, jo, ist nichts passiert. Ende der Geschichte. Das war's. Das ist mein erstes Date. Na, ich denk schon, der hat mich am ersten Tag oft berührt. Alles klar. Alles klar. Ich bin ein Perverser, was? Ich denke schon, warum bin ich jetzt pervers? Hey, das ist Rufmord. Weiter geht's. Ich mach Sachen. Dann würde ich erzählen, was... Ich mach Sachen, okay. ...ich so mache, was mich so im Leben bewegt, was mir Freude bereitet, was mich traurig macht, wahrscheinlich nicht so, aber was mir Spaß macht. Ich hatte ja noch nie so viele Dates, aber ich sag meistens, dass ich sehr eigen bin. Wie viel Prozent deiner Versprechen auf... Sehr eigen. Beste Beschreibung von sich selbst im ersten Date. Ich bin sehr eigen, alles klar. Das ganze Leben gesehen hast du nicht eingehalten. Safe die Hälfte. Was? Ich muss gerade mal lesen. Nur mal hören. Ich hatte ja noch Dates, aber ich sag meistens, dass ich sehr eigen bin. Wie viel Prozent deiner Versprechen aufs ganze Leben gesehen hast du nicht eingehalten? Wie viel Versprechen habe ich nicht eingehalten? Aufs Leben gesehen, wie viel Prozent? Ich würde sagen, 100% statt einer. 30%? So. Würde ich sagen. Also ich gebe selten Versprechen. Aber meistens, wenn ich Versprechen gebe, halte ich sie auch. Mir fällt jetzt aber auch nichts ein, ob ich ein Versprechen gebrochen hätte. Könnte auch weniger sein. Keine Ahnung. 10 klingt aber so wenig, aber es können auch 10% sein, vielleicht noch weniger. Genau. Safe die Hälfte. Die Hälfte. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ist aber nicht böse gemeint, sondern ich vercheck's halt einfach meistens. Also irgendwie kriege ich es nicht anders hin. Ich vergesse halt sehr viele Sachen und bin ziemlich verstreut und verplant. Früher bestimmt in der Kindheit. Viele. Insgesamt 10-15%. Ist viel. Boah, ist echt viel. Also 10, würde ich sagen. Viele. Internet kackt gerade ab. Internet kackt gerade ab. Ah, Internet. Nein, bleib da. Geht wieder, glaube ich, oder? Geht's wieder? Okay. Umso mehr, ich versuche das sehr vielen Leuten immer was wiederzugeben und habe immer wieder gemerkt, dass ich dadurch ganz viele Versprechen nicht halten kann oder auch einfach vergesse, weil es so viel ist. 15% vielleicht? 15%? Das ist schon viel. Keine Ahnung. 30. Wovor fürchtest du dich? Ernsthafte Ängste habe ich tatsächlich also, nur vor... Wovor fürchtest du dich? Ich fürchte mich vor Storchspinnen. Insider. Nee, ich fürchte mich vor... was fürchte ich mich denn? Vor Aliens aus dem Computerspiel. Vorbei den Engel. Oh, Weeping Angel Style Move. Ey, Style Move, übrigens in 3 Tagen kommt die neue Staffel auf Deutsch raus, ne? Spinnen, neue Insektenphobie von meinem Spiegelbild. Spinnen, ah. Nee, ich hab vor Storchen Angst. Und vor Aliens in Spielen. Das war's. Hä, Ton ist weg. Wovor fürchtest du dich? Ernsthafte Ängste habe ich tatsächlich nur vor extremen Strömungen in unserer Gesellschaft, also dass sich bestimmte politische Etablissements weiter festigen und solche Dinge irgendwie verstärken. Dafür ist kein Platz und das beschäftigt mich tatsächlich auch. Sowas habe ich keinen Bock. Vor dieser Fliege, die hier vor Krieg fürchte ich mich. Vor der Angst. Also es gibt natürlich Dinge, wovor man sich fürchtet, sowas wie eben der Tod, beziehungsweise davor eigentlich, ja doch. Oh, als Teenager habe ich mir so viele Gedanken gemacht, über den Tod. Und was ist denn dann? Habe ich mir so, was ist denn dann? Ich will nicht sterben, ich will nicht, dass alles vorbei ist und so. Oft so den Kopf zerbrochen darüber. Aber mittlerweile nicht mehr. Spritzen, okay. Davor, dass jemand bei mir einbricht, mich platt macht oder mir nachts etwas passiert. Oh, okay. Dann komme ich am besten bald wieder zu dir, dass ich dich vor dir springen kann, wie man das so macht. Baseballschläger neben das Bett und dann vermöbel ich den Spaß dir einfach. vor dem Affen in meinem Affen in meinem Schrank guckt immer zu viel Family Guy. Deshalb muss das Proti oft da sein. Genau, Luca, genau, hast du erkannt.
Angst vor dem Brot. Angst vor dem Tod. Okay, vor meinem Internet. Dass Menschen verlieren, die wichtig sind. Ja, Shadow, das ist Ehre. Ich habe Angst davor, dass nachts mein Fuß oder mein Arm oder so vom Bett hängen zu lassen. Voll Angst vor. Oh, Sani, da musst du Dr. Who gucken. Das ist auch eine Folge, die speziell sich darum kümmert. Um das Gefühl, unterm Bett geschnappt zu werden. Und die Brody Gang. Nice, Foxy. Oh. Dass ich mich vor dir springen kann. Sprechende Sprachen lernen. Bubble, ja. Schön mit einem trockenen alten Brot kann man gut werfen. Warum bin ich jetzt trocken, Alter? Hä? Warum bin ich jetzt trocken? Auch wie man stirbt, davor fürchte ich mich. Vom Fliegen und sowas, das hängt ja damit aber zusammen, dass man quasi so... Aber wirklich, no joke, ich habe mir vorhin über Gedanken gemacht, wie es ist, wenn ich meinen Arm verliere. Ich habe einen TikTok gesehen, da hat einer nur so einen Stummel noch als Arm. Ich habe gedacht, so, wie ist es eigentlich, wenn ich keinen Arm mehr habe? Und ich doch noch spüre, wie das ist. Habe ich mir kurz vorgestellt, Leute. Wie komme ich eigentlich gerade drauf? Weiß ich nicht. Stirbt und irgendwas zurücklässt, so seine eigenen Träume noch nicht erfüllt hat und sowas. Davor fürchte ich mich, dass ich das nicht hinbekomme, quasi. Vor der Zeit. Dass die Zeit uns hundertprozentig irgendwann alles nimmt, was uns wichtig ist. Das ist gut. CDU hat Angst vor Rezo. Oh Mann. Ja, gut. Also, ja, wieder gute Fragen dabei auf jeden Fall. Angst vor der Zeit zu haben. Ja. Ja. Ich habe Angst vor der Zeit. Ich habe Angst vor der Zukunft, wie meine Glatze denn aussieht. Aber wieder gute Fragen. Mal wieder lang drauf reagiert. Ist das einzige Format, wo man drauf reagieren kann, wo das Video nur 10 Minuten geht, aber die eigentliche Reaktion dann fast eine halbe Stunde, fast 40 Minuten geht. Ne? Wir haben fast 40 Minuten das Video gesehen. Ist echt krass, ne? Ja.